Thema Integralrechnung, hier die Aufleitungsregeln. Okay, also, wie leitet ihr x hoch 5 auf? Zur Hochzahl wird 1 dazu addiert, x hoch 6 und vorne 1 durch die neue Hochzahl. 1 Sechstel mal x hoch 6. Ich denke, klar ist, dass aus x hoch 5 x hoch 6 wird. Ne, beim Ableiten verliert man ja sozusagen 1 im Exponent, deswegen beim Aufleiten 1 dazu. Aber warum hier diese 1 Sechstel? Schauen wir es uns mal an. Also f von x 1 Sechstel x hoch 6. Wenn ich jetzt ableite, was passiert? Diese 1 Sechstel bleibt zunächst mal drin. Und dann muss ich noch x hoch 6 ableiten. Die Ableitung von x hoch 6 ist ja 6 mal x hoch 5. Und jetzt seht ihr, wozu man diese 1 Sechstel braucht. Weil diese 1 Sechstel kürzt sich dann mit der 6 hier raus und ihr bekommt als Ableitungsfunktion, also als normale Funktion, x hoch 5 wieder raus. Entsprechend, genau, Aufleitung von x hoch 2 ist dann eben x hoch 3 und vorne 1 durch die neue Hochzahl. Aufleitung von 1 ist x. Ne, immer kontrollieren. Wenn ihr dieses große f wieder ableitet, müsst ihr ja praktisch auf das kleine f wieder kommen. Die Aufleitung von e hoch x ist genauso wie die Ableitung, genauso einfach, einfach abschreiben, e hoch x. Was passiert, wenn die Funktionstypen hier verknüpft sind, wenn zum Beispiel eine Zahl mit mal dabei steht oder eine Zahl mit plus oder wenn sie aus mehreren Teilfunktionen bestehen? Ganz einfach, Zahlen mit mal bleiben drin. Also 2 mal x², diese 2 mal bleibt einfach drin. Die Aufleitung von x hoch 2 ist ja 1 Drittel x hoch 3 und dann wird es eben dann zusammengerechnet zu 2 Drittel x hoch 3 insgesamt. Oder hier eine Zahl mit Plus oder Minus, die erhält jetzt ein x dazu. Also die Aufleitung von x² ist ja 1 Drittel x hoch 3 und die Aufleitung von 2 ist 2x. Wenn ihr mehrere Teilfunktionen habt, leitet ihr so auf, dass ihr einfach jeden Summand einzeln aufleitet. Aufleitung von x hoch 2 ist ja 1 Drittel x hoch 3. Aufleitung von minus 4x ist ja 4 mal, aus x wird x², aber dann kommt ja vorne noch hier 1 halb dazu, 1 durch die neue Hochzahl und 4 mal 1 halb gibt 2. Jetzt wird es schwieriger, die Anwendung der Kettenregel. Also hier zunächst mal vom Schema her, e hoch 2x plus 3, also e mit mehr als x in der Hochzahl, wird dadurch aufgeleitet, dass ihr das einfach abschreibt, das Teil, und dann nicht wie bei der Ableitungsregel mal Ableitung vom Exponent dahinter, sondern mal 1 durch die Ableitung. Also die Ableitung von 2x plus 3 ist ja 2 und dann kommt eben dahinter 1 halb. Okay, schaut euch an, wozu braucht man diese 1 halb? Das ist der gleiche Trick wie auf der Vorseite. Wenn ihr das jetzt als Funktion habt und ableitet, sollte ja die wieder rauskommen hier. Leiten wir es mal ab. Ableitung davon ist zunächst mal einfach das hier abgeschrieben. Die 1 halb ist eine Zahl mit mal, bleibt drin. Aber dann müsst ihr ja noch dran denken, beim Ableiten wird ja der obere Teil als Funktion betrachtet und noch abgeleitet mit mal dahinter. So habt ihr diese mal 2 hier. Und dann seht ihr, die 2 mit der 1 halb, die kürzen sich weg und man bekommt das raus als Ableitungsfunktion, was man rausbekommen will, nämlich e hoch 2x plus 3. Genau, wie leitet ihr so eine Klammerfunktion auf? Klammer hoch 5. Na, die Klammer bekommt ein hoch 6, Hochzahl 1 dazu, vorne 1 durch die neue Hochzahl und dahinter auch wieder 1 durch die Ableitung von dem, was in der Klammer steht. 1 durch die Ableitung von 2x plus 3, also mal 1 halb. Insgesamt gibt es ein Zwölftel. Genau, und das sind eigentlich schon alle Aufleitungsregeln, sorry, weil ein Produkt müsst ihr nicht aufleiten können. Sowas kann eigentlich nicht drankommen. Eine Information noch. Diese Funktion hier, x² hat als Ableitungsfunktion 2x, als Aufleitungsfunktion natürlich die hier, aber genauso die oder auch die oder es gibt noch ganz viele weitere Möglichkeiten. Ne? Unterschied, plus 2 fällt beim Ableiten weg, minus 3 fällt beim Ableiten weg, das heißt, ihr könnt da hinten einfach eine Zahl dazu addieren oder abziehen
Und trotzdem ist das noch eine Stammfunktion. Das heißt, jede Funktion hat nicht nur eine Aufleitungsfunktion, Stammfunktion, sondern unendlich viele. Die unterscheidet sich einfach dadurch, dass da hinten dann noch die Zahl, eine andere Zahl steht. Also man kann eigentlich gar nicht von der Stammfunktion sprechen, sondern es gibt immer unendlich viele Stammfunktionen. Von der Logik her, also nicht nur über die Ableitungsregeln verstehen, dass es mehrere Stammfunktionen gibt, überlegt euch, dieses Schaubild und dieses Schaubild und dieses Schaubild, die sind doch alle ganz ähnlich. Nur, die unterscheiden sich nur dadurch, dass sie entweder nach unten geschoben sind, minus 3, oder nach oben geschoben sind, plus 2. Von der Steigung her sind doch diese Schaubilder aber alle gleich. Ich zeige euch noch eine Grafik dazu. Also das wäre jetzt sowas wie 1/3 x hoch 3, die hier. Wenn ihr jetzt noch plus 2 habt, dann sieht das Ding halt so aus. Oder minus 3 sieht es so aus. Aber ich habe es jetzt nicht schön gezeichnet, aber die Steigungen hier sind doch immer gleich. Die Verschiebung nach oben, das ändert doch die Steigung nicht. Und deswegen haben all diese Funktionen dieselbe Ableitungsfunktion. Okay, also nochmal in Kürze. Eine Funktion hat nur eine Ableitungsfunktion, aber ganz viele Stammfunktionen.